Sommerzeit ist Baustellenzeit. Eine davon bekommen die Deggendorfer und all diejenigen, die auf der A3 unterwegs sind, schon seit April zu spüren. Die Baustelle am Autobahnkreuz Deggendorf. Bis November sollen die Arbeiten zwar abgeschlossen sein, das Ende der Geschichte ist das aber nicht. Denn der sechsspurige Ausbau der A3 ist jetzt doch in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden. Was das bedeutet und wie es weitergeht, das wissen meine beiden Gäste, der Deggendorfer Landrat Christian Bärenreiter und Christian Unzner von der Autobahndirektion Südbayern. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Bärenreiter, was genau ist jetzt der Inhalt des Bundesverkehrswegeplans in Bezug auf den sechsspurigen Ausbau? Ja, mein Informationsstand ist so, dass der Abschnitt Deggendorf-Hengersberg in den vordringlichen Bedarf aufgenommen worden ist. Das wird ja jetzt dann im Kabinett zugeleitet, es gibt einen Kabinettsbeschluss. Dann geht es in die Beratungsverfahren im Bundestag. Das wird im Herbst dann vonstatten gehen. Und da sind wir natürlich sehr froh drüber. Und was auch ein großer Erfolg ist, dass auch der Abschnitt Hengersberg bis Eichau vom Wald, ich komme gerade von der Strecke, das ist ja der Zubringer zum Bayerischen Wald, das sind Steigungsstrecken, haben im Winter hier erhebliche Probleme, dass es in einem weiteren Bedarf mit dann Planungsrecht aufgenommen wird. Also dann brauchen wir nicht 15 Jahre warten, bis es hier was weitergeht, sondern die Fachleute können sich dann den Planungen zuwenden und wir hoffen, dass dann nochmal Geld überbleibt. Und wir in Niederbayern sind bekannt dafür, wenn irgendwo was nicht verbaut werden kann. Unsere Fachleute sind so top, dass wir das dann bei uns relativ rasch umsetzen. Auf das setzen wir. Jetzt ist es ja nur ein Teilabschnitt, der in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden ist, der Teilabschnitt zwischen Deggendorf und Hengersberg. Reicht denn das tatsächlich, um die, um den Verkehrsfluss dort zu entlasten auf der A3? Im Vergleich zu anderen Autobahnen, auch zur A9, haben wir einen doppelt so hohen Lkw-Anteil, Schwerlastverkehr, der natürlich viel behindert. Und wir haben das Autobahnkreuz, es wird sich dann hinterher viel entzerren. Natürlich, wir müssen dann auch noch über die Zeiträume reden. Das wird nicht von heute auf morgen machbar sein. Der Herr Unzner kann vielleicht das einmal darstellen. Wir wollen das natürlich, dass das schnell geschieht. Aber 5 Jahre, sage ich, sind da mal nichts. Es muss ja geplant werden, es muss ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Wir wissen nicht, wird es beklagt. Wenn Baurecht herrscht, dann können wir in die Umsetzung schreiten. Und an dem Abschnitt haben wir eine wunderschöne Brücke. Und wenn auf dieser Brücke dann sechsspuriger Verkehr fahren soll, das wird Bauzeit in Anspruch nehmen. Also wir können nicht erwarten, dass es in 3 Jahren fertig ist. Also da muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ja, dann fragen wir doch gleich mit den Experten, wann könnte der Ausbau der A3 denn frühestens starten? Also zunächst mal zum Gesamtausbau. Der bayerische Wunsch an den Bundesverkehrsminister war es ja, die komplette A3 von Regensburg bis zur Bundesgrenze sechsstreifig auszubauen. Ich glaube, mit dem, was jetzt in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden soll, glaube ich, haben wir einen großen Erfolg dahingehend erzielt, dass wir die Brennpunkte um Regensburg und die Brennpunkte um Deggendorf sechsstreifig angehen können und damit können wir den Verkehr auf der A3 mit Sicherheit ein Stück besser gestalten in Zukunft. Von wie es weitergeht, ist so, wir haben ja in dem Abschnitt jetzt von Deggendorf bis Hengersberg schon Vorplanungen als solches begonnen. Und da hat sich auch gezeigt, wie der Herr Landrat, der das schon angesprochen hatte, die Donaubrücke Deggenau, das wird mit der Knackpunkt in diesem Streckenabschnitt, die ist von uns statisch nachgerechnet worden für einen sechsstreifigen Ausbau. Und da hat sich gezeigt, dass sie nicht dauerhaft für sechsstreifige Strecke verwendet werden kann und erneuert werden muss. Also das wird planerisch einer der schwierigen Punkte werden. Und wenn jetzt dann vom Bundestag das soweit abgesegnet ist, dann werden wir in die nächsten Planungsschritte einsteigen. Das heißt aber für den tatsächlichen Bau dann wahrscheinlich, dass das auch noch einige Jahre dauern wird, bevor es überhaupt losgehen kann. Ja, das ist immer die Frage an die Straßenbauer, bis wann kann es denn losgehen? Aber wir sind jetzt dann in dem Schritt Planung und vor allem in den Genehmigungsverfahren. Und in diesen Genehmigungsverfahren gibt es eine Vielzahl letztendlich von Themenbereichen, ich sage jetzt nur mal Naturschutz, zu klären. Aber es gibt auf diesem Wege auch eine Vielzahl von Einspruchsmöglichkeiten, Klagemöglichkeiten. Man könnte jetzt im Prinzip sagen, ein Planfeststellungsverfahren, wenn es gut läuft, dauert 2 bis 3 Jahre. Aber wir haben auch genügend Beispiele, wo sich das hinziehen kann. Also insofern wäre es unseriös, wenn man jetzt sagen würde, zu dem und dem Zeitpunkt geht es los. Aber ich bin natürlich da schon sehr hoffnungsfroh, dass diese Planung dann mal auch gut vorwärts geht.
Jetzt haben wir ja derzeit beim Autobahnkreuz schon eine Baustelle. Inwiefern hat dieser neue Erkenntnisstand mit dem sechsspurigen Ausbau jetzt Einfluss auf die Fahrbahnerneuerung? Also zunächst ist so, das, was jetzt momentan ja im Bereich vom AKH Deggendorf läuft, ist die Erneuerung der Betonfahrbahn im Abschnitt Straubing bis AKH Deggendorf. Ich glaube, vom Fahrbahnzustand her dringendst erforderlich. Wir wollen in den nächsten Jahren auch die Fahrbahn weiter in Richtung Passau, wo also der Beton aufhört, hinter Igensbach weiter erneuern. Da wird man aber jetzt mal das aufeinander abstimmen müssen und schauen, wie man das weiterführt, um sich für den späteren sechsstreifigen Ausbau nichts zu verbauen. Um jetzt mal bei der Baustelle zu bleiben, gerade zu Beginn der ersten Bauphase im April gab es ja viel Kritik, gerade in Bezug auf Verkehrschaos. Diesbezüglich hat es ja schon zwei runde Tische in Deggendorf gegeben. Was ist jetzt da der aktuelle Stand? Also ich fahre die Strecke täglich und ich kann sagen, dass es eigentlich, so wie die Experten das gesagt haben und vorhergesagt haben, dass es verschiedene Bauphasen gibt, dass es zurzeit eigentlich schon entzerrt ist. Es ist alles eigentlich so eingetreten wie prognostiziert. Jetzt ist ja der Fahrstreifenwechsel. Wahrscheinlich wird es jetzt natürlich bei der Umstellung wieder mehr Staus geben, bis es wieder dann alles eingetaktet ist. Man muss ja die Verkehrsführung entsprechend ändern. Aber im Großen und Ganzen, wenn kein Unfall passiert, sind wir heil durch diese Angelegenheit durchgekommen. Es hätte wesentlich schlimmer sein können. Darum muss man da immer Realist sein. Es geht nicht anders. Die Fahrbahn muss ertüchtigt werden. Mir geht es insgesamt, haben wir ja alles lange gedauert, bis überhaupt Mittel dafür zur Verfügung stehen. Sie haben es gesagt, die Fahrbahn ist sehr schlecht und wir wollen nicht im Dauerstau stehen. Wir wollen nicht jedes Jahr an einem anderen Abschnitt eine Baustelle haben. Das muss zügig durchgezogen werden und die Fachleute sind ja dabei, das wirklich schnellstens anzupacken. Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen, die erste Bauphase ist so gut wie abgeschlossen. Jetzt geht es dann in die zweite Bauphase. Was heißt das jetzt konkret für die Autofahrer? Ja, also in der ersten Bauphase haben wir die Richtungsfahrbahn Passau saniert. Die ist jetzt soweit abgeschlossen, dass wir die Verkehrsführung umbauen. In Richtung Passau fahren Sie schon in der neuen Verkehrsführung. Die Verkehrsführung Richtung Regensburg wird dann bis Anfang nächster Woche soweit stehen, dass wir die Richtungsfahrbahn Regensburg angehen können. Und da werden wir dann mit Hochdruck weiterbauen, dass wir die Maßnahme wie vorgesehen durchziehen können. Also wie vorgesehen, das heißt, man ist jetzt auch im Zeitplan? Also bis zum bisherigen Zeitpunkt sind wir zu 100% im Zeitplan. Das war also die vorgesehene Zeit der Umlegung. Und durch die jetzt kommende Verkehrsführung bin ich zuversichtlich, dass wir vielleicht sogar etwas schneller sein können, als wie das bisher vorgesehen war. Na, das wäre ja umso schöner, wenn man nicht bis November noch warten müsste, sondern wenn es schneller gehen würde. Herr Bernreiter, Herr Unzner, danke schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Und wir, liebe Zuschauer, wir geben jetzt ab in den Kurznachrichtenblock.